wir es mal mit Grau. Ich lege ihm mal einen grauen Anzug um. Und ich lege ihm noch einen dunkelgrauen Anthrazit. Genau, da müssen wir gucken, dass ja nichts verrutscht. Okay, wer findet diese Seite, die helle Seite, besser? Eine Person meldet sich. Wer findet die Seite besser? Oh, viele und ein paar enthalten sich. Ja gut, okay. Warum finden Sie das besser? Kontrast? Wie wirkt er damit? Frisch? Edel? Na, also er hat sehr dunkles Haar, auch wenn es schon heller wird, aber nichtsdestotrotz, bei mir auch, von daher egal, sind wir alle im gleichen Boot. Und es ist so, dass das natürlich durch diese gleiche Verstärkung der Körperfarben, die wir von Natur aus haben, oft der natürlichste, schönste Kontrast ist. Also wenn jemand wirklich die Intensität hat, sieht das gar nicht düster oder dunkel aus. Wenn ich jetzt einen helleren Herrn nehmen würde, einen mit hellen Haaren, würden wir vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Aber die Wirkung natürlich, dunkle Farben wirken immer kompetenter, wirken immer professioneller und immer seriöser. Ja, also wenn Sie so wirken möchten, macht das Sinn. Ich möchte nochmal das hier zu Ende machen, indem ich jetzt auf die andere Seite, wir haben ja schon festgestellt, das helle Grau war es nicht. Wir gucken jetzt mal schwarz. Ich weiß nicht, ob man das bei dem Licht jetzt so gut hinten sehen kann. Kann man erkennen, dass es dunkler ist als das? Gut. Okay. Warum ist das nicht der Hit? Wie wirkt das? Zu stark. Super. Strenger, offizieller, dunkler, stark? Genau. Es drückt, genau. Schwarz ist eine Farbe, die sehr distanziert wirkt. Ja, also wenn wir schwarz tragen, haben wir immer Distanz. Das kann man ganz bewusst einsetzen, ne? Also wenn jemand sagt, ich will nicht, dass Sie mir zu nahe kommen, ich ziehe mal was Schwarzes an. Wenn Sie aber in einem Beruf tätig sind, wo Sie kommunizieren müssen, wo Sie Menschen gegenüber sitzen, die Ihnen ins Gesicht gucken, er sieht zwar in dunklen Farben super gut aus, unser Modell hier, ne? Aber nicht in schwarz als Anzug. Er wirkt sehr distanziert damit auch, es sei denn, er möchte so wirken. Und das ist eben auch interessant. Viele tragen dauernd schwarze Anzüge und sind sich gar nicht bewusst, wie das letztendlich wirkt. Und wenn wir nochmal zum Schwarz, jetzt kommt noch eine Steigerung, jetzt kommt sozusagen die Kür. Jetzt halte ich eben auch nochmal so einen Bilderrahmen um. Fotos, ja, die werden ganz häufig gemacht, indem mit schwarzen Anzügen und mit einem hellen Hemd. Man sieht wirklich nur den kleinen Ausschnitt von diesem, den Sie jetzt hier auch sehen. Und die schwarze Seite wirkt sehr distanziert und hart. Also ich würde auf einem Foto an Ihrer Stelle keine schwarzen Anzüge anziehen. Und die Damen natürlich auch, keine schwarzen Bläser unbedingt. Das wirkt oft sehr distanzierend, sehr hart. Und der Betrachter wird sehr abgelenkt davon. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch das Weiß hat, also dieses weiße Hemd, dann ist natürlich der Kontrast sehr stark und durch Blitz oder wie auch immer wird natürlich der Kontrast noch verstärkt. Also wenn Sie mal irgendwann schöne Fotos machen möchten, dann ziehen Sie ruhig diesen blauen Anzug an, der steht Ihnen ausgezeichnet. Und was Sie alle wahrscheinlich nicht sehen können, Sie haben auch noch blaue Augen. Ja, also da kann man dann gar nicht anders bei der Kommunikation wirklich auch, um ins Auge zu gucken. Von daher, wenn Sie eine Augenfarbe haben und Sie haben alle eine, schauen Sie mal, was Sie für eine haben. Gerade die Herren, die sich jetzt nicht schminken mit Make-up oder sonstigen Dingen, da macht das ganz viel Sinn, oft die Augenfarbe im Hemd mit aufzunehmen. Aber natürlich nur, wenn sie zum Farbtyp passt. Wenn er jetzt warme grüne Augen hätte und wir würden ihn zum warmes lindgrünes Hemd anziehen, dann passt das natürlich nicht, ne? Aber das mit dem Blau wird jetzt super toll aussehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön. Super.